Meine werten Damen und Herren, Episode 5 von Let's Play DuckTales Remastered. Das Team Lightbringer Industries begrüßt Sie recht herzlich. Hallo, hallo, hallo. Zu meiner Rechten, JJ McLightbringer. Grüß Gott, hallo. Schau, der Stewie ist wieder da. Ah, der Stewie, ja. Aber bei der Schleife, da muss transsexuell sein. Nein, ist das eine Frau? Nein. Was ist das dann? Es ist Stewie. Ich muss ja sagen, ich bin völlig begeistert von dem neuen Spitzengetränk. Vom Let's Play Getränk. Genau, das Let's Play Getränk schlechthin. Aha. Gatorade Wodka. Bringt er die nötigen Elektrolyte und natürlich und ohne Wodka. Frischt den Alkoholhaushalt auf. Ein Alkoholhaushalt. Ja, der ist wichtig. Ah, gut. Ah, Launchpad. Launchpad, der Old Noob. Der Absturz gemacht, das bei so einem herrlichen Schneetreiben. Schirgelt der, sag einmal? Ha? Schirgelt der Launchpad, habe ja, ich glaube, der hat's für Gatorade schon, Wodka. Erwähnt schon, gell? Das bilde ich mir nicht. Der hat's für Gatorade Wodka, genau. Nein, aber es ist nicht unbedingt bei Getränk. Das ist, das schmeckst einfach in Wodka zu sehr aus, da fällt da Zucker drin, das sag ich da. Naja. Was soll man, das lasse ich jetzt einfach so im Raum stehen. Ja, absolut. Ja. Da kannst du keine gescheiten Mischungen machen, weißt du? Das ist einfach meine große Sorge. Ja. Genau, das sind Sorgen, ja. Wenn man solche Sorgen hat, dann weiß man, dass man keine Sorgen hat. Ja, eben, eben. Bla 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 bla. Okay, you're the boss. Was macht er jetzt? Ja, Dinger. Das Stewie. Schleicht sie wieder auf von hinten. Das Stewie, ja. Versteckt sie. Au. Jawohl, erster Fight. Da kannst du nicht Bogo sticken, gell. Na, im Schnee ist das, glaube ich, schwierig. Au. Das ist einmal kalt. Au. Na, profihaft, meisterlich, um nicht zu Sovereign. Sagen. Sovereign, die Gams, lol. Mutierte Bergziegen gibt's da. Ist das kein Gams? Oder mutierte Berggämse. Gibt vielleicht sonst da noch welche? Nein. Die Landgams, sicher nur im Oberösterreichischen. Heimisch. Am Dachstein verstecken sie sich alle. Die haben es wahrscheinlich die illegal, so wie mit der australischen Fresh oder so, die haben es wahrscheinlich eingeflogen oder so. Keine. Die Gämse. In nach Oberösterreich meinst du, das kann ich nicht. Nein, ich glaube, in Australien gibt es irgendwelche Fresh, oder? Ja, die, was von Amerika eingeflogen haben. Die Leckfrösche, oder? Nein, Leckfrösche sind sicher. Die sind doch eher in Südamerika beheimatet. Ah. Die Leckfrösche zum Beispiel. Ist fast einmal ein Flugwert dann, ne? Ja, genau. Ich will doch nur den Frosch lecken. Ja, und was hast du schon da? Ja, ja. Eine sehr eindeutig zweideutige Aussage. Lass mich deinen Frosch lecken. Hey, da hat er wieder den Schmähbein an. Der ja. Lightbringer. Ah. Oh, obwohl okay. Ich gerade am Pad bin. Ja, genau. Am Launchpad. Weder in Launchpad noch in Stewie der Farbe. Mhm. Wo geht denn da hin? Geheimgang, jawohl. Lachista. Ah, ein Herz. Nicht einmal. Nur ein Kuchen. In so einer Kiste. Ganz so ein Arschbuch. Das bleibt da kalt. Ah, Spinnen. Die haben sie auch eingeflogen von Amazonas, wie es ausschaut. Bin gespannt, ob die eine Erzfeinde auch da sind, die. Die Terrorblumen. Die Terrorblumen. Die müssen sein. Ah, da bin ich jetzt gespannt. Ah, okay. Souverän oder das gemäßte Souverän. Ja. Weiß gar nicht, wo es sich anders geht, verstehen ja. Sie mich? Eh. Souverän oder gar nicht. Ah, weh. Schau, das ist der Jason. Hat der nicht ein Motor sagt normalerweise? Na, ich glaube ein Messer. Ah, weh. Ein Messer? Ey, ich war noch nie ein großer Horror-Fan. Naja, das wird sich wahrscheinlich ein Jäger. Ein Klassiker. Ah, jetzt hat er mich verprügelt, hast du gesehen? Am besten ist ja Jason vs. Freddy oder so.
Wie ist das? Wo der Jason da gegen einen Freddy Krueger kämpft. Spitzenfilm. Must seen. Darf ich fast sagen. Hm. Ich weiß nicht. Da gibt es so viele andere Sachen, die man anschauen müsste oder anschauen würde, gern. Ja, schon. Geheimgang. Super geheim. Kann jetzt alles skippen. Geht's nicht weiter. Nicht, ha? Und aufspringen geht auch nicht. Ah, was haben wir jetzt? Wo bin ich da? Okay. Das ist ganz geheim, das ist gar nicht auf der Karte eingezeichnet. Dortal. Was ist das für dort? Da sind wir, die Harvey-Frieder, schau das an. Die schaut eigentlich viel mehr aus wie die Miss Doubtfire. Ich glaube, von der hat sich das Suicide für angeschaut. Das ist auch sicher Transsexuelle, 100%. Das ist ganze der Robin Haus Williams. Voll. Die steht jetzt wahrscheinlich auf Spanking, oder wie heißt das? Nein, nicht Spanking, wo sie die ganz dünnen Haare von... Nein, das ist best. Ich glaube auch jetzt. Ich will auch nicht drüber reden. Das geht aus der Bildzeitung. Herr Lightbringer. Die Bildzeitung hat immer recht. Das ist ja die Bildzeitung. Red's einfach nicht weiter. Ich finde, das soll ein ganz Tabu sein, weil sonst... wir haben da zu viel zum Verstecken, einfach. Ja. Okay, shoot them up. Ja, das war nicht so, wie es sein hätte sollen. Aber so ist es sehr oft. Knapp. Das ist ja ausgetestet. Eishockey-Schläger auf Zeiten. Rutscht man da eigentlich schon, gell? Ja. Ich komm grad drauf, ich hab noch gar nicht gespielt, weil du einfach so gut bist. Ja, ich glaube, du wirst immer besser in dem Spiel. Jump and Run Pro. Jetzt hätte ich dich eigentlich unten gesehen. Boah, der. Ich mich auch. Ja. Naja, lass dir wieder das gut liegen. Unlike vor Dagobert. Jetzt ist sicher Kuchen drin oder so. Ja. Ein Herz. Aber kein ganz, oder? I'm rich like the Nazis. Geheimverstecker kennt auch schon alle. Schau dir das an. Wo bist denn du da unterwegs? Unglaublich. Komplett falsch. Ja, du musst glaube ich oben, ja. Ja, aber ich trage jetzt. Warte mal. Obi, nochmal einfach. Schauen wir mal, was da dazu bringt. Ja, vielleicht zahlt sich das ja auch. Launchpad. Ich meine, du musst sowieso da hier, aber jetzt glaube ich noch nicht, oder? Viel später meinst du? Ja. Panzerknacker. Ja, da fällt noch die. Was da noch was liegen muss. Ich glaube, da sind wir falsch. Mein so liebes Haserl, mein Gott, nice, das liebe Augel, schau her, guter Haserl. Und ihr Dialex, boah, muss ich auch ein wenig aufpassen. Kommst du jetzt überhaupt dumm wieder? Nein, passt. Jimmy Clubbringer, the Band. Ja, dann komm jetzt nicht mehr runter, oder? Nein, ist hinten runter noch mal, du musst sowieso hinten runter. Ja, aber wie, auf der anderen Seite, ja. Glaube ich. Okay. Eine montierte super Ziege. Oh, ist das groß gedodged. Ja, dodging. Aber die Panzerknacker kennen wirklich am allerwenigsten. Also das sind die größten Bauern, das musst du auch schon. Die stehen dann nur blöd um, dann gar nichts. Das freut sich voll. Ja. Ah, da kann man dann eh wieder zurück sozusagen mit dem. Okay, das ist Shortcut. Schimpfen recht. Er hat schon hergekriegt. Almost. Er ist schnell. Aha. Ein Fluxkompensator muss ich noch hin. Zurück in die Zukunft. Ja, beschäftigt die. Thanks, boss. Because I'm docking your pay till I get back. Gee, thanks.
was tue ich jetzt? Dann repariere das nochmal. Dann macht es noch besser als vorher war. Mhm, ich sehe es. Kann er mit wahnsinniger Geschwindigkeit fliegen. Ja, jetzt kannst du schon einmal einen Speedrun machen, nachdem du schon gesehen hast, wie das geht, Herr Lightbringer. Schneller. Du musst schneller sein. Schneller. Viel schneller. Ja, wir sollen schnell sein, dann wieder nicht. Nein. Das ist immer unglaublich. So, der Clock ist ticking. Warte mal. Da kannst du runter gleich. Okay, gleich. Das ist ein Shortcut. Das ist ein Shortcut, was du jetzt sagst. Das ist ein Shortcut. Brr, der friert der eigentlich, wenn ich da stecken bleib? Ein bisschen schon. Okay, Eis in der, im Himalaya ist sicher super. Eiscreme. Das ist so unabhängig. Verstanden. Mittlerweile, ja. In unserer kommerzialisierten Welt. Früher hat es kein Eis gegeben im Winter. Siehst du, ich glaube, ich habe sogar noch Eis daheim. Wirklich? Frozen Joghurt, das ist gar nicht so Blue schlecht, Ice. Bin ich draufgekommen. Was ist das, Fruchtzwerg oder was? Ja, so ähnlich, schmeckt. Das gibt's jetzt so original als Frozen Joghurt. Ja, ist nicht da schlecht. Da hat uns einer Idee geklaut, glaube ich. Nein, ja, unsere Idee, genau. Das war immer unsere Idee. Du hast das erfunden. Ich kenne das schon, so, einfach, wie der klar war. Schaut euch auf die Karten, passt das her? Klaus. Obi nochmal, oder? Obi nochmal, ja. Ja, wie jetzt da, jetzt Obi einfach springen, oder was? Nein, plötzlich das links. Ja, Obi dann. Da jetzt, das ist... Komm. Boah, genau berechnet. Den auch. Na geh, so hab ich nicht gesehen. Die Eiszopfen fallen dir nicht runter? Nein. Gott sei Dank nicht. Wo muss ich da jetzt runter? Ja, wahrscheinlich musst du da rundum dumm gehen. Du musst den nächsten dann rechts und nicht aus. Ah, den nächsten dann links und nicht aus gehen. Ja. Passt das auch. Weil den Fehler hab ich vorher gemacht. Ne? Komm aber. Verkoffert. Na, jetzt erwischt's mich da. Spring. Ja, gib. Naja, same shit. Den Fehler hat schon einer gemacht. Das ist ja kein Fehler, das gehört guter. So da jetzt oben, genau. Musst du überhaupt nach links? Ja. Ah ja, da. Wie heißt der? Gumbo. Gumbo? Ich glaub schon, oder? Gumbo Duck, ja. Kubiek. Kubiek, oder? Da mal. Ja, unglaublich. Ein Bubba. Ja, Bubba Duck. Bubba Sparks. Dagola. Ich hab aber geglaubt, den schreibt man einfach nur mit einem langzogenen A. Und den Dagola. Dagola. Das ist so wie bei Ritter der Kokosnuss, oder? Wo, was sagt er da? Nee. Ich weiß gar nicht. Could use a bit of help smashing away this giant icebox. What do you say, Bubba? Uga, uga. In that case, die Ritter vom Knie. Oder vom Nie. Nee. Nein, irgendwie sagt er, ist mischt. Weiß ich nicht. Haus zusammen! Kill them all. Beam! Hau da nieder! Hau da den auch zusammen, jawohl. Cool. Rest oder für dich. Der Gumbo ist cool. Guter Soldat. Ja, tu es. Ohne nachzudenken. Ja, Gumbo. Wieso ist der? Ah, so ja. Ruby. Du hätte schneller sein müssen als der Gumbo. Weil der ist einfach so schnell. Kämpf für mich, Gumbo. Ohne Bezahlung. Das tue ich alles. Ganzen Scheiß. Ist der nicht in den Mickey verliebt oder so, glaube ich, gell? In der Originalserie. In Mickey? Also in Stewie. Achso, in Stewie, ja, das kann ja, echt sein. Schon. Das heißt, dann ist der sozusagen schwul, der Gumbo. Naja, weil man sich das zählt nicht. Das sind aber, das sind aber noch die Typen, die komplett durchdrehen, wenn sie da drauf kommen. Oh mein Gott! Genau richtig. Was ist das? Hat's der was auch schön ins Gesicht noch gehabt? Du hast deinen Füßen. Die Niki. Ah, jetzt habe ich die 4000 Dollar Diamanten liegen lassen. Jetzt habe ich keinen Gumbo mehr, gell? Money, money. Ah! Der hat mir Hase gestohlen.
Nur noch ein Teil. Ähnliche. Warte mal. Wait a minute. Okay. Er springt einfach ins Verderben. Servus. Muss was sein. Leider nein. Nicht aufgehen, Robi. Falsch, falsch, falsch. Ich muss ja noch mal Robi. Was ist da unten überhaupt? War ich da nicht schon? Ja. Ah. Das ist aber deppert. Ja, musst die ohne lassen. Glaube ich fast. Naja, Profi. Als ob's nichts war, macht das. Ah. Ja, geh! Da jetzt obi, oder? Ja. And to the right. Ah! Jetzt brauche ich dann wieder mehr Eis. Dortal, ja. Oder Dortal, ja. Da ist sicher eins drin. Leider nein. Puh! Muss ich meine Skills schon wieder unter Beweis stellen da. Schärfen auf jeden Fall. Ja. Okay. Komm, Hase, komm. Follow the white rabbit. Ah. Finally. Hasentiebe. Müssen wir Hasenjagd machen. Da. So, ich kann mich wieder aufbeamen irgendwie. Muss ich links wieder auf. Ja, so wie schneller bist du. Ah, das ist auch wieder da. Das ist halt der gefährliche Weg. Backtracking. Warum auch einfach, wenn es kompliziert sein kann. Ah! Oh, nee, ich ja. Ah, ja. Aber ich hab mir nicht so schlecht geschlagen. Ja, die Drecksarbeit für dich erledigt. So, jetzt erkläre ich da einmal fertig. Clear. Ein Kleriker. Ich glaube, du fehlst. Ah, so macht er das. Ja, so macht er das, Unglaublich. Boom. Dieser Skill. Und hinauf. Geht's da noch auf? Ja, nein. Nächste dann erst. Das ist zu groß. Na! So ein Boom. Jimmy Glick bring me on the pad. So. Das ist schon wieder nur eine ärgerliche. Ja. Ich bin froh, wenn das scheiß Level go ist, darf man gar nicht Bogo-Stick kannst du nicht usen. Na. Sackt. Di. 30 Jahre haben wir Musik wahrscheinlich im Musikantenstall dann. Ganz sicher. Das ist absolut Musikantenstall da. Das kenne ich. Das kenne ich vom Internet. Nein. Wenn die Gams reden. Die Gams. So, und ab. Dafür. Wo ist der Endgegner? Flieg mich! Tu ihn nicht! Hast du jetzt weiter oder was? Ganz offenbar. Den Blechvogel. Ja, the tick. Ah, da ist Stewie. Der Retter wie, was weiß ich. Der Amerikaner. Was hat denn da? Der hat den Ersten Weltkrieg oder vor dem Ersten Weltkrieg. Oh, Sir! In the tick! Ja. Ding, jetzt habe ich mir angeschaut, die Great Gatsby, da reden sie auch die ganze wirklich? Zeit so, ja. Ich habe ihn noch nicht gesehen. Ja, hast du nicht wirklich was versandt. Ist ja ein Fliegerfilm? Nein, ist kein Fliegerfilm. Launchpad spielt nicht mit. Okay, mit wem ist das? Mit Leo, oder? Ja. Obwohl, er ist ein guter Schauspieler. Der ist gescheit. Ja, ist trotzdem zart von der Story her. Ja, der hat sich von der Titanic, was weiß ich,
Love Interest Problematik da gelöst. Ja, aber das haben sie ziemlich alle. Das war ja dasselbe mit dem Pit. Das war ja ein Brettl-Pit. Der war ja am Anfang so ein Schönling und bla bla bla. Wobei, das war in der Mitte, der hat am Anfang schon ein paar ganz gute Sachen gemacht. Mit der Juliette Lewis hat er so einen Road-Movie gemacht. Wie heißt denn der Name gleich? Wo er so einen Mörder spielt, der ist ziemlich geil. Also Arizona Dream oder sowas gibt's das? Ja, die sind alle gut mit ihrem fast. War das Arizona Dream? Nein, ich bin mir nicht sicher. Nein, kenne ich nicht. Snatch kenne ich und. Ja. Diese Mödrolle. Ja, Weltklasse. Wir wollen die Unis! Die Unis! Und. Fight Club sowieso. Wahnsinn. Der Film der Filme überhaupt. Fight Club. Das fällt mir, dass ich nicht in dem Kino gesehen habe damals. Ich glaube, das ist jetzt ein billiger Trash-Movie, wo sie sich die Birne einhauen, oder? Nein, den habe ich nicht im Kino gesehen. Doch, habe ich mir angeschaut. Das ist ja schon ewig her, wie alt 16 waren überhaupt? Keine Ahnung, ich habe den ja so relativ spät gesehen, mit dem Stefan einmal oder so, glaube ich. Bin nicht das. Das ist, glaube ich, mit den Bomben, oder? Ja. Gar nichts dran können. Du musst dich schon zurückschmeißen. Ja, ja, schon klar. Na geh bitte! Beam! Macht die Nicke schon wieder so nervös. Ja, voll. Die braucht ja Tabletten oder so, dass die so eine operierte Organe nicht abgestoßen wird. Ein Bromschoko. Ja. Bromschokolade, ja. Das ist so scharf auf dem Quack. Ich hol's nicht mehr aus. Ich muss haben. Bromschokolade oder Gina. Gina was? In dem Fall Rocco. Rocco ist die Fähre. Best Actor of the World. Genau, Actor. Ja, ganz ein großartiger Charakterdarsteller. Der Mann, den sie Pferd nannten, hat er glaube ich mitgespielt. Ich glaube, ja. Ah! Ich darf da nicht so viel Blödsinn reden. Ja, du sollst da mal ein paar Bombenbogen schießen, mit dem würde ich einmal anfangen. Ja, da kann man einfach die ganze Zeit nur. Panzerknacker. Klonknacker. Ja, jeder muss da ausweichen, wir wissen's. Ja, ich wüsste eh, wie es gegangen hat. Ja, ich fahre immer woanders runter. Ja, ja, das ist nicht durchschaubar. Boah, das ist mir knapp. Kommt noch ein Klonknacker jetzt. Bomben. Beam. Aber jetzt, ja, jetzt, ja, so weit rein, Herr Lightbringer. Genau, da haben wir wahrscheinlich den Elektrolythaus halt. Prost. Auf dem Himalaya. Der schönste, das schönste Gebirge. Die schönsten Hügel der Welt. Ach so. Ich glaub. Aha. Ich kann mir einmal machen, eine Mount Everest-Besteigung. War kein Problem bei unseren durchtrainierten Körpern, sag ich mal. Mit viel Gatorade-Wodka geht das schon. Einfach nur Kisten Gatorade. Mit der kurzen Hosen und so. Ah, was ist jetzt? Whatever it is, it won't last long if it tries to get between me and the lost crown. Genau. Boah, stell sich nicht wieder. Keiner, niemand. You know, worry, lassie. Whatever is in that cave is no match for your Uncle Scrooge. Ice-Ice-Monster wahrscheinlich oder so. Das Walross wahrscheinlich. Ja, genau, das Walross. Stay with Launchpad. Ja, aber kennst du die DuckTales Folgen? Wo es bei den Pinguinen sind. Ich glaube, ja. Ist das nicht ein Film sogar? Oder eine längere Folge? Ja, ist glaube ich eine längere Folge, das kann leicht sein. Irgendwo, was da, ja. Ist nämlich, glaube ich, eine von den ersten. Da suchen sie die Hinweise so, nachher für die goldene Stadt, nicht? Ja, ja, das ist ein Klassiker, die war. Ja. Jetzt brauche ich dann auch noch mal eine Tortel. Die hast du ziemlich not. Das heißt, wenn du voll bist mit der Energie, schmeißt du die Frieda noch irgendwas in Ranzen rein und. Wenn du es brauchst, dann ist eh immer so. Frieda, wo bist du? Fridolin. Fridolin hast du damals. Boah. Soll ich umgehen? Das wäre die Pogo. Na toll. Super. Oje. Ja, Alter.
Oh, der schaut auch noch recht gefährlich aus. Ja, ganz blutunterlaufene Augen. Ja, der hat nur schlecht geschlafen, glaube ich. Warum eigentlich? Weil er die Zauber alle. Boom. Boah, super. Springt er wieder, oder? Epic Fail. Das war ein wenig knapp, ja. Mit einem Herz wird das gescheit genommen. Echt, ich hab schon viel den Spierer von dem einen Saftel. Wahnsinn. Ja, ich scheiße, ich hätte noch warten müssen. Nein, ich hab noch nichts gegessen, das ist das Hauptding. Der halbe Toast, oder der Toast eigentlich. War nicht die Welt. Nein, musst du konzentrieren, gell, entschuldigen. So viel zu dem. Bitte sehr, Herr Dawnbringer. Bitte sehr. Dawnbringer on the pad. Göttin war schon wieder beim Hof einkaufen. Ein Kilo. Gerade das Foto. Okay. Ah, so, dann musst du dich da jetzt mal konzentrieren, Mann. Ja, ich klär das schon. Weiß nicht. Jawohl, passt. Perfekt. Wie oft müssen wir den treffen? Dreimal, viermal, achtmal. Da ist nicht mehr. Ich glaube, einmal springt er also komisch, wo du musst sehr weit Luft springen. Ja, ja. Das habe ich vorher schon wieder erlebt. Vorher liebkost. Wart. Nein, Spot. Oder? Wieso? Nein, gerade noch. Ja, wenn er dann weitergesprungen war, war es wieder runtergefallen. Ach so, okay. Das war fuck. Genau das, ja, ja. Hm. Nein, zwischen die Füße geht es ja wieder raus, glaube ich. Ja, sehr gut. Ja, bleibt dann eh kurz in der Luft stehen, genau. Dann weiß man es. Ja, dann ist es easy. Jawohl, wart. Sehr geil. Oh. Ah, nein, jetzt springt er. Das ist ein Bug. Eindeutig Bug. Das war ein Bug gerade. Ich darf weglaufen da irgendwie, solange du noch unten bist. Solange ich noch kann. Ja, solange du noch lebst. Spring! Jawohl. So. Immer noch nicht. Nein, geht, das war gerade mal dreimal. Dreimal musst du das noch machen? Ne, ich glaub fünfmal oder viermal, mindestens viermal. Zeit hab ich nicht. Was glaubt denn der, wer er ist? Ja. Ein Yeti. Viermal, ja. Endlich. Ah, okay. Das tue ich schon wieder. Das schreit schon wieder. Nee, das ist mein Freund. Ja. Der muss man nur rasieren, dann ist er wieder ganz lieb. Also eine Dame ist das sogar, mein Gott, na schau. Aha. Ja. So. Ja. Bla bla. Ach ja. Das ist so wie bra, bra, das ist ein Asiat. Die können ja kein El aussprechen, oder? Webby, you understand this creature? Ich verstehe ihn. Ich weiß, warum er das gemacht hat. Das heißt eigentlich bla bla bla. Nur die Asiaten sagen bla bla bla. Ich habe doch, die können kein R aussprechen. Umgekehrt, oder? Nein. Kein L. Die sagen statt RL. Die sagen außerdem Brack. Stimmt das, glaube ich, sagen über Brack. Das ist, glaube ich, irgendwie so eine überlieferte Rassistenweisheit oder irgendwie sowas. Ja, aber die stimmen fast immer. So. Ah. Eine Krone hat er gefunden. The poor creature was standing on it. Webby, I cannot thank you enough. I hope you can find. Da wird ihm irgendwie ganz warm um das Herz, gell? Ich glaube, dass das ist der Wodka ist. Ich schaue mir wirklich den vollen Spiel rein. Du hast ja nur die Hälfte, ich bin ja schon gar. Ja. Es ist ja erst. Ist schon dunkel. Nein, 6 ist schon. Ah, Gott sei Dank kann man kein Gatorade mehr. Ja. Level completed!